Guten Abend hier im Kino des Deutschen Filmmuseums Frankfurt. Ich bin angehalten, eine kleine Einführung zu machen. Das mache ich gerne, obwohl ich viel lieber im Kino wäre und den folgenden Film und die anderen Filme, die ich da ausgesucht habe, sehr gerne selber mit Ihnen sehen würde. Der Film, der jetzt gleich läuft, ist von David Lean, heißt Brief Encounter. Ein Film, den ich sehr liebe, der auch mehrere Remakes von gegeben hat. Das ist jetzt nur das Original. Und als ich nach 10 Filmen gefragt worden bin, die meine Carte Blanche irgendwie darstellen sollen, an dem Abend saß ich mit Freunden in einem Biergarten, das war noch Sommer, ein Spätsommertag, und sagte ihnen, ich muss 10 Filme raussuchen. Ich habe mich zum Thema Liebe, für das Thema Liebe entschieden. Und dann ging das dann so los. Ja? Filmtitel wurden gereicht, das ist mal ein großartiger Moment, wenn man sich so erinnert, mein Lieblingsliebesfilm. Und als ich Brief Encounter erwähnte, sagte die Freundin, die gegenüber saß, sagte, oh, das ist da, wo er die Hand auf ihre Schulter legt. Und genau diese Geste, an die konnte ich mich auch erinnern, als ich den David Lean-Film auf meine Liste gesetzt habe. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern vorher, aber es ist eine der zärtlichsten und traurigsten Gesten der Filmgeschichte, sag ich mal so pathetisch. Und sie wird irgendwann am Ende des Films zu sehen sein, aber bis dahin sehen wir eine Bahnhofsgaststätte, in der es Begegnungen gibt und Trennungen und Verführungen und vulgärer Art und zärtlicher oder schamvoller Art. Und das ist ein wunderbarer Film über Blicke und das Wegblicken. Und die Sehnsucht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in diesem Film, den ich, glaube ich, noch nie richtig im Kino gesehen habe, sondern immer nur wie so Nerds auf DVD alleine abends. Und ich würde so gerne dabei sein jetzt, das geht aber nicht. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Kinoabend. Vielen Dank.